Euro. Ja, schöne kleine Schlange. Was hat das Ganze jetzt mit Drehbewegungen zu tun? Solange es hier steht, noch nicht. Aber wir drehen mal. Ja, der Mensch hat immer Motoren, ich muss die Hand nehmen. Ja. Und ich vermelane jetzt hier den Käfig, der um dieses Feuer drumherum steht. Ja, Sie sehen, ja, das ist nur der Käfig, der sich bewegt. Das Feuer bleibt mal stehen. Ja. Den fange ich jetzt mal an zu drehen. Und was passiert? Was passiert? Die Flamme wird groß. Ich halte den Käfig an. Die Flamme ist augenblicklich wieder klein und ich lasse den Käfig mal umgekehrt drehen. Geht auch in die umgekehrte Richtung. Schauen Sie mal die Flamme genau an, ob Ihnen an der Flamme noch was auffällt. Dazu müssen Sie wirklich vorne drauf schauen, auf dem Monitor sieht man das nicht. Ja? Ja, wenn es langsamer wird, wird die Flamme wieder kleiner. Ich drehe nochmal umgekehrt, ob Ihnen an der Flamme was auffällt. Die Flamme, die dreht sich in die Richtung, wie der Käfig außen ist. Das ist das richtig spiralisch. So.